It's you, Commander Keen. Im Let's Play. Wir gehen in die Pyramid of the Moons. Ein sehr schnelles und harmloses und einfaches Level. Wenn man mal von dem ziemlich bösen Monster am Ende und den ganzen Selbstschussanlagen absieht. Jetzt sammeln wir gerade noch ein paar Bonuspunkte ein. Mit der Kommande. Hier sammeln wir auch noch ein paar Pünktchen an, die wir brauchen. Na, blauer Ball, dich habe ich erwartet. So, dann gehen wir hier auch wieder raus. Und ja, das ist eigentlich mal ein relativ guter Zeitpunkt, um mal den guten Commander Keen zu fragen, was er vom Level hält. Jo, genau das. Na, schaffen wir es? Ah, wir schaffen es. Wir sind gut. Oh, ist gut. Da unten wollen wir noch nicht hin. So, und ab nach unten. So, dann sammeln wir hier noch ein paar Tröpfelchen ein. Und wir warten auf den Lift. Da ist der Lift. Wir springen auf den Lift. Wir springen vom Lift. Wir nehmen Lucky Gem the Yellow. Sammeln hier noch ein paar Bonuspunkte ein und gehen zum Ausgang. Da ist das dicke Monster, wir können das nur betäuben. Also schnell. Und da ist auch schnell das Exit. Da ich jetzt schon, wieder richtig gut vorstellen kann, dass jetzt total enttäuschte Gesichter mit Kullertränchen in den Augen von meinem Let's Play hocken und fragen, warum hast du denn die Pyramid of the Forbidden nicht gemacht? Ganz einfach. Weil ich sie noch nicht kann. Das Ganze heißt also, ich werde die Pyramid of the Forbidden als das Bonus-Level an letzter Stelle machen. Muss dafür halt noch eine ganze Menge üben, um das Level dann in einem Zug wirklich durchzuspielen. Und das wird halt so auf seine Weile dauern. Bis dahin versuche ich erstmal alle anderen Level fertig zu machen. Und wie gesagt, dann das Level Pyramid of the Forbidden, inklusive wie man dorthin kommt, als letzte Folge zu machen. Wir sehen uns, bis dann.